Mein Name ist Franzi und ich blogge seit 6 Jahren auf zuckermädchen.de und ich erzähle euch heute etwas über meinen Style, wo ich meine Inspiration herhole, wo ich gerne shoppen gehe und vielleicht habe ich noch 2 grundlegende Tipps für euch, die ihr euch merken könntet. Also, wo fange ich an? Ich beschreibe kurz meinen Style. Der ist auf jeden Fall feminin, leicht verspielt, mit einer gewissen Eleganz. Das hat sich jetzt in den Jahren so ein bisschen entwickelt. Früher habe ich gerne Blumenprints, Kleidchen mit Ballerinas kombiniert, Pastellfarben. Und das ist heute auch noch so, aber es ist doch ein bisschen eleganter. Ich würde sagen, erwachsener geworden. Ich zeige euch mal ein Beispielbild. Das ist ganz am Anfang meiner Blogger-Karriere. Und jetzt noch ein Outfitbild, das jetzt erst vor kurzem entstanden ist. Da könnt ihr schon den Unterschied sehen. Und Inspiration hole ich mir, genauso wie ihr, aus Zeitschriften, manchmal auch noch aus dem Fernsehen, aber die meiste Zeit wirklich online im Netz. Andere Blogs, Online-Magazine, Online-Shops, die einfach Inspiration bieten, wie ich was kombinieren kann und neue Trends vorstellen. Das macht ihr sicherlich auch so. Und wo gehe ich shoppen? Ganz klar natürlich in meinem Wohnort in der Einkaufsmeile. Schaue ich öfters in die Läden, aber natürlich auch online. Da würden wir uns alle bei den großen Verdächtigen treffen. Aber ich habe mir auch so angewöhnt, um mal wieder so ein It-Piece zu finden und was anderes im Kleiderschrank zu haben, dass wenn ich mal in den Urlaub fahre, gerade so Kurzurlaube, Städtetrip mit der Familie, mit Freunden oder mit dem Freund, mir ein bisschen Geld beiseite zu legen und mir dann etwas Besonderes, was es vielleicht nicht in Deutschland oder allgemein so gibt und nicht jeder hat. Und habe ich Styling-Tipps für euch? Ich glaube, ihr seid schon sehr gut in dem, was trage ich, wie trage ich es. Aber manchmal gibt es ja doch so Tage, wo man vor dem Kleiderschrank steht und sich denkt, ich habe nichts zum Anziehen, obwohl dieses Ding proper voll ist. Daher greife ich dann immer zu 2 Regeln. Entweder ich ziehe was ganz Schlichtes an, Jeans, Top und Turnschuhe. Dann greife ich zur Statement-Kette, zu einem knalligen Lippenstift und an einer Tasche in einer auffälligen Farbe, um das Outfit noch einmal aufzupeppen. Andersherum, wenn ich wirklich schon ein Kleid habe, was komplett ein richtig schrilles Muster hat oder eine auffällige Farbe, dann gehe ich eher dezent an die Sache ran und nehme einen Nude-Lippenstift und eine Kette, die vielleicht ganz schmal ist, die man kaum sieht oder gar keinen Schmuck und eine Tasche, die sich farblich so ein bisschen anpasst. Das sind so 2 Tipps, die ich euch geben kann und natürlich der eine, der ist noch ganz wichtig, der dritte, den ich am Anfang gar nicht so erwähnt habe, ihr müsst euch wohlfühlen. Also egal, was ihr tragt, ihr müsst einfach euch wohlfühlen und euch darin wiedererkennen. Das ist absolut wichtig, weil ich glaube, das sieht man auch. Egal, welcher Trend gerade auf der Straße passiert, wenn der nicht zu euch passt, dann ist es nicht schlimm. Ihr ignoriert ihn einfach und zieht das an, was euch gefällt. Und dann seid ihr einfach auch gut gekleidet. Ja, ich glaube, das sind so 3 Tipps, die ich euch gerne mitgeben würde. Und werde auch noch in 2 weiteren Beiträgen für euch Rede und Antwort stellen, aber diesmal schriftlich. Einmal dreht es sich darum, wie ich meine Accessoires auf meinem Blog präsentiere. Und in dem 2. Beitrag geht es darum, warum ein Accessoire eigentlich ein Must-Have ist, zumindest für mich. Also, lest rein und seht rein. Ich freue mich auf euch. Tschüss!